Schlagerparadies. Hier fühl ich mich wohl. Radio Schlagerparadies. Herzlich willkommen zum gefilmten Interview. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Es ist Marie Wegener. Ich freue mich, hier zu sein. Ihres Zeichens Superstar. Und zwar nicht irgendeiner, sondern du bist das letztes Jahr geworden. Letztes Jahr. Und du bist die Jüngste, glaube ich, sogar in die der Jüngste Liga. Die Jüngste mit 16 und ich glaube, diesen Titel werde ich auch immer behalten. Ja, ich glaube auch. Man weiß es nicht. Es passiert ja noch ein bisschen was, auch bei der Sendung. Ja. Vielleicht schafft es noch jemand. Aber den nimmst du jetzt erstmal mit, diesen Titel. Genau, den habe ich erstmal, ja. Genau. Zweites Album. Hier ist es. Countdown heißt es. Genau. Das erste war Königlich. Das erste war Königlich und auch da war ich schon unglaublich stolz, also dass ich überhaupt so als DSDS-Künstlerin ein erstes Album produzieren darf, also sie einsingen darf mit Dieter Bohlen, war das damals. Und dann auch noch ein zweites Album, das war schon echt schön. Also das ist nicht selbstverständlich und da bin ich echt stolz und vor allem dankbar, dass ich ein zweites Album produzieren darf, wo ich selbst auch mitgewirkt habe. Mhm. Ja, habe ich gesehen. Textlich bist du da ein bisschen mit dabei bei der einen oder anderen Nummer, ne? Genau. Ja, freut mich, dass du das auch schon darfst, weil das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen Ritterschlag, ne? Wenn man als Künstler selber auch ein bisschen mitarbeiten darf. Es ist für einen Künstler, für einen Musiker ist es eigentlich das Größte. Wenn du an den Songs mitarbeiten darfst und am Ende das Produkt in der Hand hältst und sagst, wow, ich war ein Teil davon. Nicht nur, dass ich es eingesungen habe, so als Musikerin, sondern wirklich künstlerisch mitgewirkt hast. Hm. War ja erst letztes Jahr. Jetzt gleich das zweite Album hinterher. Sag mal, zwischen Album 1 und Album 2, mir kommt das so vor, als wäre das vorgestern gewesen wäre. Da ist doch einiges passiert. Erzähl mal, was hast du denn alles erlebt in der Zeit? Es ist schon einiges passiert. Erstmal auf jeden Fall Abitur gemacht. Das ist das Wichtigste. Glückwunsch. Dankeschön. Also es war mir auch sehr, sehr wichtig. Viele haben mir immer gesagt, ja, du machst das eh nicht. Du wirst dich auf die Musik konzentrieren. Du wirst das schmeißen. Nein, ich habe es gemacht. Das war mir auch super, super wichtig, dass man Abschluss hat. Und dann war ich, in diversen Songwriter-Camps für das Album. Ne, das dauert auch mal Zeit, bis so die Songs entstehen und du dann wirklich am Ende ein ganzes Produkt, ein ganzes Album hast. Und natürlich war ich mit Andreas Gabayé auf Stadiontour. Das sollte man, glaube ich, auch erwähnen im Sommer. Das war auch echt traumhaft. Ja, das ist mal nicht ohne. Ne? Das ist mal nicht ohne. Vor allem so als 17-, 18-jähriges Mädel stehst du dann da in den Stadien auf so einer riesen Bühne. Also das ist etwas, was ich niemals vergessen werde und vielleicht später ganz, wenn ich uralt bin, meinen Enkeln und meinen Kindern erzählen werde. Und ist man denn da, ich meine, wenn man so jung ist, geht man ja in viele Dinge sehr viel offener rein, wo man weniger Angst hat. Aber das ist ja schon eine Extremsituation, vor so vielen Menschen zu singen. Ist das... Wurde dir das bewusst oder haben dir auch mal die Beine geschlottert, ja, die Knie? Klar. Ja, klar. Also ich muss sagen, wir haben in Frankfurt haben wir als erstes gespielt. Und als ich da ins Stadion hineinging und dann da die Bühne so wirklich so mittendrin sah, habe ich gedacht, ich glaube, ich gehe dann doch nochmal. Da war ich dann schon so ein bisschen, nein, ich war wirklich nervös. Also da muss ich sagen, da hatte ich echt Muffesausen. Und auf der Bühne, auch kurz bevor ich dann dran war und angesagt wurde, ich hatte so Herzflattern. Das war so ähnlich wie bei DSDS auf der Bühne. Da war ich auch unglaublich nervös. Aber als ich dann auf der Bühne stand, ja, und dann die Leute mit abgegangen sind, das ist immer das Wichtigste. Sobald du die Leute hast auf deiner Seite, dann bist du happy, dann bist du frei und dann kannst du abgehen. Und davor war ich nervös, vor allem, weil ich Songs aus meinem neuen Album präsentiert habe, die keiner kannte, okay, keiner kennt. Du bist natürlich dann so, das sind Songs, die keiner kennt. Was machst du dann, ne? Wie reagieren die Leute? Aber es war super, die waren echt positiv alle und sind mit abgegangen. Und das ist dann das Wichtigste für mich gewesen. Mhm. Ein Titel ist ja mit drauf, den du auch gesungen hast. Ne? Also der ist auch dem Tourneeveranstalter, glaube ich, sogar gewidmet, dieser eine Song, weil du den damals schon gesungen hast. Genau, ne? Niemals allein. Niemals allein. Das ist auch der Song, also ich habe ihn auf Englisch gesungen, er ist ja von dem Film The Greatest Showman. Und und das war eigentlich auch der Song und der Grund im Endeffekt, dass ich dann auch auf die Stadiontour mitkommte. Mhm. Mhm. Damit hast du gepunktet, ja, sozusagen. Damit habe ich gepunktet, genau. Prima. Ja, du, also wir wissen, dass du natürlich musikalisch kann dir niemand was vormachen. Stimmlich bist du ganz weit vorne. Also da gibt es ja wirklich wenige in unserem Land, die das so gut können wie du. Ja, und damit bist du ja auch mit Recht Siegerin dieser Show geworden. Aber du hast noch ein paar andere, ich sag mal,
ja, wie nenne ich das denn? Du engagierst dich einfach auch noch für viele andere Dinge. Ja. Ich habe gelesen, Peter ist da so ein Thema für dich. Peter ist für mich ein Riesenthema. Also ich muss dazu sagen, ich lebe vegan, jetzt schon eine ganz schöne Weile. Ich mache es der Umwelt zuliebe, der Tiere und für meine Gesundheit natürlich auch. Und ich habe eine Anfrage von Peter daraufhin auch bekommen, das war auch, glaube ich, schon letztes Jahr, und habe mit denen auch geshootet für, ja, einfach für das Wohl der Tiere, dass man sich mehr vegan oder vegetarisch ernähren sollte, der Tiere und der Umwelt zuliebe, und bin da wirklich, ja, setze mich da sehr, sehr gerne ein für. Mhm. Du bist ja viel unterwegs. Ich glaube, dass das ganz schön schwierig ist, das Thema einzuhalten, ne? Für sich selber es, auch. Ne? Also ich halte es ein, aber es fällt mir so, so schwer manchmal, weil es gibt Regionen, Städte wie Berlin, wo du halt wirklich toll vegan essen kannst. Aber manchmal fährst du dann auch in Regionen vorbei, wo es so schwierig ist. Also da musst du dann halt einfach auch mal 3-4 Bananen essen oder so, weil da gibt's nichts. Das ist schwer. Aber ich habe also bis jetzt super durchgehalten und das tue ich auch weiter. Merkst du, dass es da eine Entwicklung nach vorne gibt? Die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Ja. Also das merkt man wirklich. Also nicht, dass es nur noch vegane Restaurants gibt, aber ich merke, dass viele Restaurants, die früher überhaupt gar nicht sich damit beschäftigt haben, vegetarisch oder vegan einzuführen, auf ihren Speisekarten teilweise schon so viel vegan haben mittlerweile. Also da muss ich sagen, das ist ein Schritt nach vorne und das finde ich super. Finde ich echt toll. Ich meine, du beobachtest das ja schon eine Weile, weil du es eine Weile machst. Du kannst ja was dazu sagen. Genau. Ja, dann natürlich ein ganz großes Thema, und ich glaube, da bist du ja auch betroffen, Fridays for Future. Ist das für dich ein Thema gewesen? Du kommst ja gerade frisch aus der Schule sozusagen. Ja. Fridays for Future finde ich ganz, ganz toll. Also was sie da jeden Freitag demonstriert haben, unfassbar toll. Meine Freunde waren fast immer dabei. Ich konnte nicht einmal dabei sein, weil ich jedes Mal unterwegs war. Es ist so schade, aber ich habe immer, ich war eigentlich, also mental war ich immer dabei. Meine Freunde haben mir Fotos geschickt und so. Das fand ich echt toll. Mhm. Und diese Aktion finde ich super, weil man schafft einfach ein Bewusstsein in die Köpfe der Leute. So. Und das ist einfach so eine Sache, das hat die Greta Thunberg echt toll gemacht, finde ich. Erstmal ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen. Was tun wir der Erde an? Allein mit dieser ganzen Massenproduktion und mit dieser Abholzung. Und das ist unfassbar. Und wir merken einfach, deswegen jetzt auch Bezug Countdown. Klar, Countdown auf ein neues Album, aber der Countdown läuft auch rückwärts. Also wir merken, wir haben nicht mehr lange. So, und man sollte jetzt schleunigst was machen, sonst ist es irgendwann zu spät. Und dieses Bewusstsein wird immer klarer und das muss auch deutlicher werden jetzt. Ganz klares Standing hier. Ja. Marie, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Radio Schlagerparadies. Die Silke wird gleich noch ein ganz ausführliches Interview führen. Da geht es ein bisschen mehr in Richtung Lieder, Titel und so weiter. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Ja, wir hoffen, dass das nicht das Letzte war. Sondern, das hoffe ich auch. dass du uns noch ein bisschen öfter besuchst. Vielen Dank. Auf jeden Fall, gerne.